Jo, was geht ab, liebe Freunde? Euer Benjo hier und herzlich willkommen zu meinem 10. The Last of Us Let's Play hier auf meinem Kanal. Ja, es freut mich natürlich wieder, dass ihr eingeschaltet habt und dieses Mal sind wir unterwegs an dieser Passage, wo ich letztes Mal gestorben bin die ganze Zeit. Und zwar hier bei den Klickern. Überall sind hier Klicker verteilt und wir müssen uns durch dieses Gebiet kämpfen und letztes Mal habe ich es zweimal nicht geschafft. Aber jetzt habe ich mir vorgenommen, diesmal schaffe ich es 100% und dafür bereite ich mich auch genug gut vor. Und ja, ich hoffe, euch gefällt die Folge. Wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht. Let's go. Gehen wir hier mal rein. Ich habe herausgefunden, ich kann den Molotow einfach auf eine Stelle schießen. Und wenn ich den zum Beispiel hier platziere, gehen die beide dorthin. Aber lustigerweise verbrennen sie jetzt nicht. Ah doch, jetzt verbrennen sie. Ich wollte gerade sagen, das hätte mich jetzt schon ein bisschen komisch gedünkt, wenn die hier nicht verbrannt wären. Jojo. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, warum? Ey, diese scheiß Klicker geben mir sowas von auf die Eier. Ich versuch's jetzt einfach mal auf die ganz Stille. Also zuerst mache ich es natürlich so. Dann mache ich so. Dann nehme ich den. Oh, die droppt noch was, geil. Und jetzt muss ich aufpassen, weil jetzt kommen schon die nächsten. Und jetzt muss ich hoffen, dass die alle sterben. Ey, Billy ist resistent gegen diese Arschlöcher. Ich will auch so resistent sein. Das war verdammt knapp. Und dann kommt Ellie und sagt, das war verdammt knapp, das war überhaupt nicht knapp. Das war nicht mal ansatzweise knapp. Das war jetzt der dritte Versuch, verdammte Scheiße. Wenn ich das nicht geschafft hätte, dann hätte ich mich dann langsam gefragt, ob ich dieses Spiel noch irgendwas für mich bereithält. Wenn man das dann nicht schafft, dann hat man schon irgendein Problem, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, es sind noch mehrere hier. Soweit ich weiß, sind da unten eben auch noch Klicker. Ja, da sind sie. Und die muss ich jetzt mit einer Flasche in die entsprechende Richtung bringen und dann mit so einer Bombe zum Explodieren bringen. Yes! Das ist aber geil! Und der muss ich jetzt aber von nahem ausschalten. Ah, und da habe ich jetzt ein Messer vergeudet. Okay, ist vielleicht auch nicht die beste. Ah nein, das Messer hat 2 Lebenspunkte. Das ist natürlich auch geil. Aber es hat sicher immer noch Feinde. Ja, es hat natürlich immer noch Feinde. Dann baue ich mir mal schnell einen neuen Molotow. Ich habe noch 2 Molotows, die ich bauen könnte. Oder so eine Bombe, warum nicht? Und nochmal ein Molotow. Ja, warum nicht? So. Und dann verbrennt bitte schön. Ja, lauf ins Feuer, lauf ins Feuer. Bleib im Feuer stehen, bleib stehen. Ja. Nice. Danke für die Show, Leute. Das geht bald wieder weiter. Wir leben noch. Sehr gut. Ja, nice. Kann ich da jetzt noch was nehmen? Die lassen ab und zu ziemlich geilen Scheiß droppen. Oder droppen ab und zu ziemlich geilen Scheiß, wollte ich eigentlich sagen. Ich kann nicht mehr richtig reden. Verdammte Scheiße. Oh, Pillen. Wir sollten sehr leise sein, wir waren ja vorhin schon leise. Ganz ruhig.
Okay. Du hast vorhin nicht übertrieben, oder? Alter, wie viele Gegner hier sind. Das sind aber nicht alles Klicker, das ist das Problem. Das sind nicht alles Klicker. Aber die sehen uns sowieso nicht. Hinter dir! Dort vorne ist einer. Oh, Billy ist schon am Kämpfen oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Klicker kommen. Ich gehe schon mal nach oben. Ich will nicht, dass die Klicker kommen. Verdammte Scheiße, diese Klicker. Ich muss unbedingt... Ja, du brauchst ein Messer, um einen Klicker lautlos zu erledigen, aber ich muss unbedingt dieses eine Gimmick freischalten, diese Fertigung, dass ich die Klicker auch besiegen kann, wenn sie mich erwischen, weil solange sie mich erwischen können und instant killen, ist das Spiel so verfickt schwierig, dass mich das richtig abfuckt. Ich werde jetzt zuerst den Klicker killen, ist mir so egal, ich muss diesen scheiß Klicker zuerst killen. Hat er das jetzt gehört? Was machst du denn? So, du bist tot. Das ist schon mal sehr gut. Dann könnt ihr nämlich kommen, ihr Schwuchtel. Okay, das ist verdammt knapp gewesen, aber geht. Obwohl ich nicht glaube, dass es schon alle gewesen sind. Doch, in der Umgebung könnten sogar alle gewesen sein. Auf jeden Fall fürs Erste. Hier im Haus ist keiner drin, da können wir mal das Haus ein bisschen plündern gehen. Weil hier finden wir sicher auch noch brauchbares Zeug. Eine Waffe hätte, könnte ich auch im Fall erledigen. Ruhe, Klappe halten! Ja, das finde ich im Fall auch. Also ganz ehrlich, gib ihr doch eine Waffe. Ich meine... Warum sollte sie dich töten, Joel? Klar, es ist ein Kind, verantwortungslos und so. Da verstehe ich dich schon, aber man muss halt auch sehen, wir sind hier in einer postapokalyptischen Welt, respektive in einer Welt, wo sowieso keine Regeln mehr gibt. Und ja, da kannst du ganz ehrlich auch einem Kind eine Waffe geben, so hart das jetzt klingt, aber also ich würde das machen. Da, ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, Leute. Was denkt ihr? Würdet ihr Ellie eine Waffe geben? Ich hätte ihr schon lange eine gegeben, weil klar, sie könnte mich dann auch ausnehmen. Sie ist eine gewiefte Person. Sie kann schon hinterlistig sein, aber dennoch will sie auch überleben und wir sind ja ihre Freunde. Also im Normalfall würde sie dann nichts machen. Aber klar, man muss sicher vorsichtig sein. Das sage ich nicht. Lauschmodus, da hinten ist ein Klicker und wieder zwei Runner. Das heißt, das Wichtigste ist sicher mal der Klicker. Fertigungspunkte überall. Und der Klicker ist gleich da vorne. Den habe ich. Und dann weg mit dir. Und weg mit dir. So. Die beiden sind futsch.
Dann hier, jetzt ist richtig geiles Ressourcensammeln angesagt. Ich hätte ja noch einen Bogen. Natürlich, mit dem Bogen könnte ich natürlich auch ein paar Klicke erledigen. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Oh mein Gott. Also hier war ich noch nicht drin, aber hier kann ich, glaube ich, gar nicht rein. Ne, sieht nicht so aus. Und hier kann ich auch nicht rein. Ne, geht auch nicht. Dann waren es also nur die Garagen, in die wir reingehen können. Da waren wir drin. Oh, was ist da? Da liegt was. Oh, nice. Ein vorgefertigter Baseballschläger mit Scheren dran. Wie nice ist das denn? Da war ich schon drin. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich überall drin war. Da war ich noch nicht drin. Ah, und hier geht's weiter, okay. War ich dort hinten? Da war ich schon drin, oder? Ja, hier war ich drin. Okay, dann war es das eigentlich, glaube ich, auch schon mit der Erkundungstour. Ja, es gibt so viel Zeug zu erkunden, das ist krass, ey. Hier lang. Falle natürlich. Von drin verriegelt. Hä? Wer ist denn damit? Was? Die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Die Katzentür. Sehr vorsichtig. Na klar. Vielleicht wäre eine Waffe echt ein schlecht. Was für eine scheiß große Katze war denn das? Drin sind noch mehr von diesen Kittendingern. Oh, Scheiße. Oh, sheesh. In Deckung bleiben. Vorsichtig. Ich habe ja noch einen Molotow. Respektive, ich könnte mal schnell alle aufscheuchen damit. Kommt zu Papa. Kommt ins Feuer. Kommt ins Feuer. Ja, ihr auch. Kommt ins Feuer. Kommt ins Feuer. Warum verbrennen die denn nicht? Scheiße, man, hören die mich? Der läuft genau auf mich zu. Alter, Mann. Hören die mich oder was? So, den habe ich. Und jetzt habe ich kein Messer mehr. Das heißt, ich muss jetzt schnell schauen, ob ich eine Klinge fertigen kann. Das kann ich sogar. Aber ich habe ja zum Glück sogar noch so einen Schlagstock. Wow, mit einem Schlag. Nice. Wir müssen es schnell durchgehen. Reingehen, Batterie holen, verschwinden. Ich will da nicht in der Falle sitzen. Wow, wow, wow. Verstehe. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, nice, nice. Das Haus sieht noch nicht mal so krass kaputt aus. Geht jetzt irgendwie sogar noch. Ein bisschen Munition für die Shotgun war das, glaube ich. Ja. Die rüste ich jetzt auch aus. Ich habe eigentlich ziemlich viel. Ach, Klebeband. Ich habe ziemlich viel Munition mittlerweile. Hier könnte ich schauen, der Revolver hat ein bisschen mehr. Lade ich den mal nach. Na los, na los, na los! L3, weiter geht's zum Baumhaus, okay. Wer hat das da gelassen? Hast du Freunde hier? Nein,
Aber ich kann mir schon denken, wer den Weg nutzen könnte. Die Schule. Wer denn? Gehen wir rein. Aber wir gehen in die Schule. Wie er das gerade gesagt hat. Komm, Ellie. Ich werde dich töten. Oh yes, Schere. Nehmen wir natürlich mit. Oh, jetzt ist plötzlich in jeder Schublade was drin. Ist ja geil. Ja? Oh, nice. Man findet hier echt viel Zeug. Hat er wieder was gefunden. Und ein Messer. Es liegt einfach ein Messer rum. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh, hier liegt ja richtig viel Zeug. Nice. Hätte nicht gedacht, dass das Spiel plötzlich so großzügig wird. Und noch ein paar Pillen, die sind auch immer richtig geil. Also sobald ich mir die Erweiterung für die Klicker kaufen kann, habe ich hier keine Probleme mehr in der Welt. Und noch ein Tagebuch eines Jugendlichen. Uiui. Boah, das ist viel. Das ist verdammt viel. Meine Stimme ein bisschen ölen. 4. Oktober. Jetzt ist es offiziell. Die Schule bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Also ist dieser Ausbruch doch zu etwas gut. Keine Schule. Gleich keine Hausaufgaben. Also mir passt das gut. Also, was soll ich mit der ganzen Freizeit anfangen? Mach einen YouTube-Kanal auf, wäre meine Antwort. Ah, verdammt, warum habe ich das jetzt weggelegt? Wo ist das? Wo war denn das? Bombennotiz? Handelnotiz? Ah, Tagebuch eines Jungen, genau. Vergrößern, lesen, so. 5. Oktober. Mom und Dad haben gestritten. Irgendwie haben sie gleichzeitig geflüstert und sich gegenseitig angeschrien. Offenbar will Mom weg, zu ihrer Schwester. Dad sagt, es sei hier sicher und dass der Ausbruch unserer Stadt nicht erreicht. 6. Oktober. Dad hat mich angebrüllt, weil ich Radio gehört habe. Er sagt, die Nachrichten seien Unsinn. Mom hat ihm zugestimmt und eine tapfere Miene aufgesetzt. Aber ich merke, dass sie Angst hat. Sie haben beide Angst. 7. Oktober. Ich glaube, Dad hat ein schlechtes Gewissen wegen gestern. Gadget hat in meinem Bett geschlafen und Dad hat nichts dazu gesagt. Er kam rein, hat ihn gestreichelt, geseufzt und ist wieder verschwunden. So habe ich ihn noch nie erlebt. 10. Oktober. Letzte Nacht hat Dad Mom getröstet. Tante Karen ist tot. Das habe ich jedenfalls gehört, glaube ich. Beim Frühstück waren alle ganz ruhig. Als ob nichts passiert wäre. Ich habe mitgespielt. 15. Oktober. Officer Jones kam vorbei und hat sich mit Dad unterhalten. Naja, eher geflüstert. So etwas passiert seit öfters. Danach hat Dad uns gesagt, dass wir die Stadt verlassen müssen. In ein neues Heim. Das Militär beschützt uns. Ich darf nur eine Tasche mitnehmen. Mom saß einfach nur da. 16. Oktober. Da, wo wir hingehen, sind keine Haustiere erlaubt. Wir sind mit Gadget an den Stadtrand gefahren. Ich habe ihm sein Halsband abgenommen und ihn laufen lassen. Auf der Rückfahrt sagte Dad ständig, dass es ihm gut gehen werde. Er gehört in die freie Natur. Schon klar. Oh mein Gott. So. Jetzt muss ich wieder nach unten, ich verkack das immer. Siebzehnter Oktober. Es ist soweit. Dad sagt, wir wären bald wieder zurück. Ich glaube, er lügt. Ja, ich glaube, er lügt. Letzter Eintrag des Jungen. Ich würde mal sagen, er hat gelogen. Hey, hast du kurz Zeit? Öffne das Gartentor mit Bill. Ja? Ja. Wollte sagen, dass es mir leid tut. Wegen Tess. Das war's. Ich fange nicht wieder davon an. Ellie, mach dir keine Sorgen um mich. Wir sollten nach Bill sehen. Okay. Okay. Aber diese Sachen, die man findet in der Welt, ist schon cool. Das sind so kleine Sachen, die einem halt auch irgendwie
ins Spiel reinsaugen und so. Das ist schon ziemlich geil gemacht. Und ein paar Pfeile. Ich habe noch nie einen Pfeil gebraucht. Ich könnte eigentlich wirklich mal den Bogen ausrüsten. So. Ah, da ist das Auto. Was habe ich gesagt? Da ist der Tor. Ah, verdammt. Na los. Ja, nice. Wir müssen leise sein. Oh, diese Pfeile sind aber hart. Die Pfeile sind hart, Mann. Nice. Und die kann man auch wieder zurücknehmen. Das ist ja voll geil. Das wusste ich gar nicht. Ich habe das voll vergessen, dass die Pfeile One-Hit sind. Das habe ich echt nicht mehr gewusst. Das ist richtig nice. Ah, aber die Pfeile, die man nicht trifft, die sind dann futsch. Ja, genau, Ellie wäre jetzt tot. Du bist so ein Opfer. Echt unglaublich. Wir kommen ja schon und weg mit dir. So, dann nehmen wir mal die Shotgun. Oh mein Gott. Oh, verdammt. Holy shit. Oi, oi, oi. Krasse Scheiße, Alter. Aber es war geil. Ellie, lauf! So, kommt hierher, Mann. Ich gebe euch beiden. Da rechts! Oi, oi, oi. Kommt. Ja, ich gebe euch böse. So. Einfacher als gedacht. Wir müssen woanders stecken. Na, wir sollten nichts riskieren. Oi, oi, oi. Hier rein. Da liegt eine Leiter auf dem Bus. Hilf mir da hoch, dann hole ich sie. So. Nice. Ja, ich komme gleich. Ich muss hier noch ganz kurz was erledigen. Und zwar will ich hier noch schnell die Waffe wechseln. So. Gut, ich komme. Ich muss noch ganz kurz schauen, ob ich hier was finde. Okay, ich denke es nicht. Das ist eher ein Kampfgebiet, da findet man nicht oft sowas. Mach immer schön die Räuberleiter. Vorsichtig da. Danke, Bill. Diese Ellie ist schon lustig, ja, wirklich. Ohne die wäre das Spiel halb so geil. Alles okay. Wir müssen nur zur Motorhaube. Dann machen wir das. Hört ihr das? Sie kommen. Schnell jetzt, Kleine. Okay, wir gehen schnell rein. Wir holen uns die Batterie. Oh, verdammt. Die Tür ist zu. Oh mein Gott, was machen wir jetzt? Wir müssen da rein, um an die Batterie zu kommen. Los, Bill! Ich hab's.
Alter. Oh mein Gott. L1 sprinten, um freizukommen. Geh doch rein. Oh shit. Oh shit. Oh. Voll in die Fresse. Einfach voll in die Fresse. Scheiße. Bist du jetzt so weit? Was? Es ist er, verdammt! Leute! Wohin? Bill, wohin? Erstmal weg hier! Ja, super. Komm mit! Oh, verdammt. Wir schleichen uns hinten raus. Okay, ist gut. Ich muss mich noch schnell verarzten. Ich bringe uns hier raus. Na dann los! Warum haben die mich gefunden? Will die mich verarschen? Ich gebe dir böse, Mann. Ich hasse dich, Klicker. Yes, du hast ihn gekillt. Nice. Oh mein Gott. Nachladetempo bei der zu erhöhen wäre auch nicht schlecht gewesen. Oh mein Gott, warum treffe ich nichts? Nice, Bill, danke. Durch die Klassenräume geht's schnell. Scheiße, Junge. Hier geht echt krasse Scheiße ab, muss man schon sagen. Ich höre im Moment und sehe im Moment hier niemanden. Hier geht es durch. Wir müssen nur an denen vorbei. Es sind zu viele, mal ohne Scheiß. Dieses Verwackeln ist so schlimm, ich sag's euch. Yes. Die Klicker fressen viel zu viel Munition, Alter. Was ist denn los mit denen? So, tot. Alter, lass mich doch mal kurz nachladen. Ich glaub's nicht. Ich glaub das nicht. Ich hab so Mühe mit diesen Klickern. Verdammte Scheiße, die regen mich so auf. Hier geht es durch. Wir müssen nur an denen vorbei. Das ist so einfach gesagt, weißt du? Oh mein Gott. Komm da hin. So, der ist weg. Ja, nice. Den hat er gegeben. Aber es ist trotzdem nicht einfach. So, dann habe ich jetzt ein richtig geiles Teil, mit dem ich auch richtig reinfetzen kann. Holy moly, man. Da können wir lang. Den Flur runter. Ja, Stealth spielen wäre schon cool, aber eben.
Oh, wie schnell die hier ist. So, on deck. Weg mit dir. Die haben alle Munition gedroppt. Das ist ja voll easy. Hilf mir mal damit. Okay. Also komm. Noch mehr. Türen versperren. Das wird ziemlich lange auf. Das klingt nicht gut. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ellie, in Deckung! Ich mach das. Oh mein Gott, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich auf den Kampf vorbereitet. Aber so ist es natürlich schwierig. Alter! Instant! Willst du mich verarschen? Alter, hat mir gerade den Kiefer gebrochen. Willst du mich verarschen? Ja, Leute, bevor ich gegen diesen Blooper spiele, würde ich mal sagen, das ist heute für heute genug. Mit den Nerven schon wieder kaputt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, dürft ihr mich auch gerne abonnieren. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play bei Banjo Banjobis Kanal. Wir sehen uns, macht's gut, haut rein und ciao.